Chat, tut mir auch bitte einen Gefallen, ja? Guck mal, ich lese jetzt wieder die ganze Zeit mit, Bruder, was kann ich essen? Ich habe auch gestern bei Instagram viele Nachrichten bekommen mit, Arda, ich habe, meine Eltern kochen jetzt fettig und nicht fitnessgerecht und die ganzen Süßigkeiten und so. Wie kann ich meine Form halten in der Zeit jetzt über Weihnachten und etc. pp. Chat, ich sag euch jetzt eins. Guck mal. Was sind Weihnachten? Heute, morgen und übermorgen, ne? Das sind drei Tage. Drei Tage, oder? Soll ich sagen? Ich gebe euch jetzt den Call, was ihr machen sollt. Und macht das auch. Der Call ist, genießt einfach die Zeit, Chat. Isst das, gönnt euch, so, macht nicht den miese Peter, gönnt euch das leckere Essen, gönnt euch auch mal eine Nachspeise, habt Spaß mit der Familie, sitzt alle zusammen, lacht, genießt die Zeit. Nach den drei Tagen könnt ihr wieder in eure Routine rein, aber diese drei Tage, die werden euch erstens nicht umbringen, zweitens werden die eure Form nicht verkacken und drittens, Bruder, habt mal ein bisschen Spaß. Hab ein bisschen Spaß im Leben. Die wenigsten gehen irgendwie auf einen Wettkampf jetzt nächste Woche oder sowas. Versteht ihr? Genießt mal die Zeit. Es sind doch Feiertage. So, das ist die Zeit, wo ihr mit Familie seid. Haut schön rein. Macht euch satt. Gönnt euch danach auch einfach Süßes. Oder? Wenn nicht jetzt, dann wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann ist der richtige Zeitpunkt im... Wann ist der richtige Zeitpunkt für solche Tage? Deswegen hört auf, mit euch mit solchen Gedanken zu stressen und zu sagen, oh mein Gott, da hast du zu viel Kalorien, Bruder, iss mal, gönn dir mal. Iss mal. Ich mache nichts anderes. Was ich aber euch trotzdem ans Herz raten kann, falls das, weil ich weiß, dass schlechtes Gewissen einen auffressen kann, ist immer leicht gesagt. Bruder, geht morgens, geht vielleicht noch ein bisschen Sport machen, fürs gute Gewissen, ihr wisst, ein bisschen schwitzen, ein bisschen Kalorien verbrennen, so, müsst ihr auch nicht machen, aber ich sag's nur, was es so ein bisschen noch das gute Gewissen macht, geht ein bisschen laufen, geht ins Gym, schwitzt ein bisschen, dann schmeckt das Abend, das Essen noch besser, so, auf entspannt und genießt die Tage mit eurer Familie, das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Kriege ich gestern Fragen mit, wie kann ich beim Gänseessen Kalorien sparen? Bruder, ich küsse doch dein Herz. Hör mal auf mit sowas. Was erwartest du? Familie ist immer Nummer 1, hundertprozentig. Mit Waage am Tisch sitzen, Bruder. You versus you, ja? Heute, die drei Tage ist nicht you versus you, sondern you and family. Die drei Tage macht ihr mal nicht you versus you und macht you versus Familie. You and family. Nicht you versus family, sondern you and family. Von einmal zu viel Kalorien wird man auch direkt 8 Kilo schwerer. Mein Bruder, das ist meistens nur Wasser, was du ziehst. Wasser, natürlich, vielleicht nimmst du ein bisschen zu, so, aber mein Jungs, ja. Nach den drei Tagen oder heute nach heute, geht ihr wieder euren Weg durch. So. Jubels Familie. Wie schauen bei dir die Weihnachtsfeiertage aus? Bruder, essen, mit Familie Zeit verbringen, chillen, Sport treiben, Training ist ja eh bei mir wie Zähne putzen.
So, aber ich achte jetzt nicht auf meinen Kalorienbedarf und keine Ahnung was, Bruder, ich esse einfach. Ich esse, bis ich satt bin. Ich esse darauf, was ich Lust habe. Also, ich mache mir jetzt da nicht Kopfschmerzen.